Wir stehen hier permanent unter der Herausforderung, die zunehmende Komplexität an die IT-Infrastruktur auch mit begrenzten personellen Mitteln zur Verfügung stellen zu können. Das betrifft gerade bei der Bundeswehr insbesondere auch die Herausforderungen an IT-Sicherheit und Datenschutz. Und nicht zuletzt haben wir uns dadurch zur Einführung auch der Eagle-Technologie entschieden. Die Uni der Bundeswehr München hat derzeit etwa 3.800 Studierende, vorwiegend Soldaten, ungefähr 20% auch zivilen Anteil, verteilt auf 10 Fakultäten, vorwiegend technisch-wissenschaftlich orientiert. Einer der großen Vorteile ist ein sehr kompaktes Studium, was es uns erlaubt, innerhalb von 4 Jahren zu einem erfolgreichen Master zu kommen. Das wird dadurch erreicht, dass wir ein sehr, sehr gutes Betreuungsverhältnis haben zwischen Professoren und Studierenden. Wir haben derzeit etwa 190 Professoren in diesen 10 Fakultäten. Wir sind ausgerichtet als Campus-Universität. Das heißt, die Studierenden wohnen vorwiegend auf dem Campus, haben damit auch sehr kurze Wege zu allen Betreuungseinrichtungen, zu den Vorlesungen. Wir haben damit zu kämpfen, dass wir die immer komplexeren Anforderungen an IT, an IT-Infrastruktur mit zumindest stagnierenden, auch personellen und finanziellen Mitteln bewältigen müssen. Und das zwingt uns natürlich hier permanent, uns neu zu orientieren und uns letztendlich auch an den Gegebenheiten des Marktes permanent anpassen zu müssen. Das Rechenzentrum hat sich schon seit mehr als 15 Jahren mit der Thematik der Terminal-Server-Lösungen zur Vereinfachung des Managements von Arbeitsplätzen beschäftigt. Daraus resultierten Überlegungen bis hin zum Einsatz der Eagle-Software auf unserer vorhandenen Hardware, bis dann letztendlich auch Eagle-Hardware nachfolgte, die dann über das zentrale Eagle-Management auch zentral administriert werden konnte. Ziel war, die personellen Ressourcen optimal einzusetzen und die zunehmende Anzahl an Arbeitsplätzen auch optimal zu unterstützen. Wir haben uns für Thin Clients in Form von Eagle entschieden, da wir so die Komplexität vom Kunden her wegnehmen und zu uns nah ans Rechenzentrum holen und vor Ort nur noch einen minimalen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen müssen. Dies erleichtert uns insbesondere die Administration. Über unsere mittlerweile mehreren hundert Eagle-Clients können wir unsere Windows-Terminal-Dienste performant und einfach an unsere Kunden heranbringen. Im Hintergrund stehen unsere NVIDIA-Grafik-Server. Auf diesen lassen sich bis zu 48 Kundensitzungen gleichzeitig abbilden. Diese werden virtualisiert. Zugreifen kann unser Kunde ganz einfach, um dort auf der NVIDIA-Grafik-Virtualisierung performante Rechenleistungen abzubilden. Das entscheidende Argument für die Eagle-Technologie war letztendlich eine langjährige Evaluation von verschiedenen Technologien, von der Kombination von Hard- und Software, die uns dazu geführt hat, jetzt genau diese Umgebung mit Eagle Hard und Software bei uns auch permanent einzusetzen.